Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Wildlands. Ja, letzte Folge haben wir hier schön alles silent ausgeschaltet und dann, durch einen Querschläger haben wir, oder habe ich, eine fette Explosion, ja, gemacht. Also hier war so ein Öltank oder so ein Gastank. Und ich habe den getroffen. Naja, auf jeden Fall gab es einen fetten Alarm und jetzt sind alle wieder beruhigt. Und da kommt einer, glaube ich, gleich zu uns. Nee, der geht wieder da hoch. Okay, gut. Gut, gut, gut. Die zwei Tanky-Typen gehen da runter. Ich weiß halt nicht, wenn ich den da ausschalte, ob das jemand sieht. Ich glaube nicht, aber das ist ein bisschen risky. Genauso wie der da. Der hat da einen ziemlich gutes Sichtfeld da oben. Jetzt nicht mehr, weil er reingegangen ist, aber er sieht halt alles. Vielleicht sollte ich zuerst in das Haus da gehen. Vielleicht zuerst das Haus freiräumen da drüben. Und dann bin ich ja auf einer relativ hohen Plattform, sag ich mal. Jetzt muss ich nur schauen. Also wir haben sehr viele Gegner, wir haben über 20, also jetzt wieder ein bisschen weniger. Das Lustige ist, die sehen mich hier und ich sehe sie da nicht. Wo ist nochmal der Bunker? Wie komme ich da hoch? Auge juckt. So, gut. Brille rutscht. So. Uiuiuiui. Okay, okay, okay. Ich mach das jetzt folgendermaßen. Einmal die beiden. Einmal den da. Weil den treffen sie nie. Gib Zeichen. Tango ist tot. Ja, sowas ist super sexy immer. Also, sowas ist wirklich, also das macht extrem Spaß. Deswegen finde ich es so schade, dass bei Breakpoint, dass man keine KI dazu, also dass keine KI dabei ist. Aber wahrscheinlich patchen die das noch nach. Aber wie es gerade aussieht, müssen wir extrem viel nachpatchen. Weil momentan ist ja die allgemeine Meinung so, dass es extrem schlecht ist, das Spiel. Deswegen, ja, habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, deswegen werde ich hier jetzt zuerst Wildlands fertig spielen und dann später mal. Also wenn Wildlands fertig ist, vorbei ist, werde ich dann Breakpoint anfangen. Oder, also wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich Breakpoints anfangen. Und vielleicht mit meiner Schwester oder mit Freunden dann nochmal Wildlands oder Breakpoints anfangen im Multiplayer. Über mir.
Auf, bleib zurück. Das war knapp. Also nicht, dass ich erwischt werde, sondern dass ich den da gekillt habe. Achtet auf eure Ziele. Es sind Zivilisten im Bereich. Ich hätte beinahe den erschossen. Habe ich gerade die, habe ich dieselbe M40A5? Ja. Cool, gell? Ich will auch so einen Buschen haben. So einen Buschen. Sauber, alles sauber. Ja, ich weiß. Ich habe gerade gesäubert. Hier. Hey, Kardinal. Viele Menschen in meiner Provinz vernehmen das Wort von Santissimo Muerte nicht. Sie haben eigene Götter, bolivianische Götter. Pachamama, El Tio. Du bist neu im Priesteramt, aber sicher hast du selbst als Laie die Macht der Knochendame erfahren. Claro, Baro, wie überzeuge ich die Bolivianer davon? Versuch nicht, andere zu überzeugen. Wir sind schließlich keine Mormonen. Wir drucken keine Zeitungen wie den Wachturm. Es braucht nur eine einzige geheilte Person. Ein einziges Wunder. Hey, das sind Feinde. Wenn es von Santa Morfe ausgeht, wird die Gemeinde zu dir kommen. Als Priester ist es unsere Aufgabe, sicherzustellen, dass die Leute von diesen Wundern erfahren. Auch wenn sie vielleicht sehr klein erscheinen. Dann kommen die Menschen zu Santissima Morte und deine Gemeinde wird in neuer Größe erstrahlen. Unidad-Vogel im Anmarsch, unten bleiben. Wehe, ihr schießt darauf. Bei mir sammeln. Verstanden, in Bewegung. Hauptsache, ihr werdet nicht gesehen. Guten Tag. Ist er jetzt weg? Wahrscheinlich. Der wird, glaube ich, nicht mehr gesehen, wenn er nicht mehr da ist. Oder? Gut. Von hier haben wir eine ziemlich gute Sicht auf alles. Also den nicht killen, weil da sind noch ein paar weitere drin. Oder nee, da sind welche. Okay, da sind auch ein paar. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Da sind noch welche. Da ist noch einer. Gegner. Wie viele Gegner? 29? Krass. Wir sind da oben, ne? Also gute Position schon mal. Ich sehe Lichtpaneele da drüben. Feind markiert. Hier ist ein Sicario. Okay. Gut, 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 gut. Können wir aufs Dach? Das wäre natürlich Hammer.
Was passiert, wenn ich den kaputt schieße? Weil die Alarmanlage. Ah, der Hubschrauber ist immer noch da. Nächster Zeit ist keine Verstärkung zu erwarten. Der Alarm ist aus. Ja, schon mal gut. Da unten ist dann noch mal irgendwo einer. Ich muss hier noch mal schauen. Ich muss da wirklich alle erwischen. In den Häusern ist es halt sehr schwer, die zu erwischen. Okay, hier unten ist er nicht. Da ist er nicht. Da ist er auch nicht. Irgendwo hier ist ein roter Kreis. Ah, da. Ah, jetzt hat. Da sieht man einen an. So. Hier drinnen ist, glaube ich, noch einer. Da ist er. Hier ist ein Generator. Sollen wir mal den Strom abstellen? Nee, das bringt nichts, die sehen uns trotzdem. Hier ist noch irgendwo einer. Wo bist du? Da ist einer mit Maschinenpistolen. Oh oh, den muss ich jetzt erschießen. Alles gut. Das war so klar, dass der jetzt nicht, dass ich ihn nicht gleich treffe. Gut, also wie gehen wir am besten vor? Ne, das ist ein Kind. Wo sehe ich den? Gar nicht. Da sind jetzt gerade sehr viele drin. Okay, ich warte mal, bis die Was macht der da? Sind jetzt zu zweit da hinten. Ich glaube, wenn der sich umdreht, wird der den sehen. Okay, es ist alles gut. Alter, konzentrier dich. Gut, also. Die sind halt alle auf dem Haufen, das ist ein bisschen schwer. Weil wenn ich sie jetzt ausschalte, dann werden die trotzdem gleich gesehen. Die stehen halt so offen da.
Wir haben ihn umfallen hören. Seid leise. Ja, ich wieso ist der jetzt auch, blinkt der auch? Verstanden. Unterwegs. Ich brauche eine bessere Position. Shit, ich muss die Position wechseln. Roger, Ziel erfasst. Roger, Ziel markiert. Bereit. Auf deinen Befehl. Hab kein Ziel mehr. Ziel erfasst. Habe ein. Okay. Okay. Da kommen jetzt drei. Roger, ich gehe in Position, Mate. Such eine gute Schusslinie. Roger, Ziel markiert. Roger, Ziel erfasst. Zeichen. Greife Tangos Waffen. Okay, aufatmen. Wer hat die Leiche gefunden? Okay, da unten. Der ist gerade ärgerlich. Also wenn der vorgeht, dann sieht er ja die Leiche. Und der wird, glaube ich, nicht vorgehen. Sorry, dass ich gerade nicht so viel laber. Aber ich laber bei solchen Sachen eigentlich nie viel. Deswegen seid ihr es ja schon gewöhnt. Oh oh. So, jetzt gehen wir mal in ein bisschen mehr Nahkampf über. So. Beziehungsweise erstmal Nahkampf in Anführungsstrichen. Wir ändern nur kurz unsere Position. Die dürfen nicht immer da hochgehen. Da gehen jetzt zwei hoch. Verstanden. Und so eine bessere Schusslinie. Roger, Ziel markiert. Hab das Ziel. Ich nehme die Pelle unter Feuer. Sehr schön. Gut. Da sind zwei. Da kann man, also da hinten ist jetzt ein Pärchen. Das
Da muss ich noch ein bisschen warten. Ich glaube, ich erledige die beiden. Der eine ist halt gepanzert, das ist ein kleines Problem. Ich weiß nicht, wo der andere hin ist. Scheiße. Alles okay, alles okay. Nee, das war schlecht. Das war nicht gut. So, okay. Aber den Rest machen wir dann. Ja, nächste Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Danke. Bye.